Hallo, hier zum Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 17.09.2020? Und nachdem unser DAX hier im Rückwärtsgang hin und her gefahren ist, immer wieder am Folgetag in die andere Richtung zurück, hat er sich ja gestern sein Auto kaputt gemacht. Und ich glaube, heute haben die Ärzte schon betend am Boden gelegen und einfach gehofft und sich gewünscht und in den Computer reingeredet, dass er doch endlich mal fallen oder steigen will. Also man kann ja nicht mal sagen, dass wenn man hier auf der einen Seite zu forsch ist, man einfach verkehrt herum handelt, weil es passiert auf der anderen genauso wenig, ne? Das ist schon etwas frustrierend, wenn man hier zumindest große Strecken haben will. Also so untergeordnet, es sind immer wieder die gleichen Marken halt, ne, die laufen. Ich finde es gar nicht so schwierig zu greifen halt, ne? Es ist immer wieder der Bereich um 2,50, 2,60, wo er sich nach unten dreht. Es ist immer wieder der Bereich um 1,90, wo er sich nach oben dreht. Und dazwischen läuft er halt immer wieder hin und her. Das kann man für sich nutzen, aber man denkt ja auch jedes Mal, ah, jetzt bricht er aus, jetzt bricht er aus, jetzt bricht er aus. Macht aber nicht halt, ne? Läuft immer wieder zurück, immer wieder an die 2,20, die da in der Mitte liegt. Ja, demzufolge haben wir es hier gar nicht heute so schwierig. Können Sie am Donnerstag uns eigentlich hier eine ruhige Kugel schieben und sagen, okay, geht da oben raus, ich würde es mal hier oben stehen lassen, weil Puffer, dazwischen sollte man schon einplanen. Und unten bleibt es auch weiter dabei. Ne? Es ist alles, bleibt hier, bleibt alles unverändert, bleibt alles beim Alten. Geht der DAX unter die 13.135, 13.100, würde ich denken, dass er die 13.80 anläuft, die 13.60 eher im Bereich um 13.20. Sie sehen auch hier die 202-Stunden-Linien geflogen kommen. Also hier ist ein bisschen was. Alles, was ansonsten tiefer geht, ist 12.69. Grundsätzlich ist es so, dass der DAX zum Donnerstag ganz gerne hin und her läuft, ne? Also gerne auch mal oben ein bisschen antäuscht, unten ein bisschen antäuscht. Und von daher würde ich fast erwarten, dass wir einen unterseitigen Fehlausbruch zum Morgen sehen, dann einen anschließenden oberseitigen Fehlausbruch und uns dabei so schön bereinigen, dass wir endlich mal wieder ein bisschen fallen können. Aber so aus der aktuellen Situation heraus, der ist ja so verrannt, sieht man es halt häufig, dass es dem DAX nicht gelingt, einfach in eine Richtung dann loszumarschieren. Der muss erst in der anderen Seite richtig rumstänkern. Das sieht man ganz oft. Und das fehlt halt hier noch ein bisschen, so ein schöner Abschlusstipp. Es könnte zum Beispiel sein, dass er sich einfach schnell nach hier unten streckt und dann von dort eine unheimlich fulminante Umkehr reinstellt und dann versucht, nach oben durchzurennen. Also ich glaube, wenn er von 13.100, 13.60, 13.20 hier eine schnelle Umkehr hinkriegt und sich richtig nach oben aufdreht, sind auch 13.400 zum Donnerstag drin. Ne, die Volatilität zum Abend hat deutlich zugenommen. Das wäre auf jeden Fall ein Faktor, aber wir brauchen ihn außerhalb der 1,90 und außerhalb der 2,50. Alles, was nicht außerhalb von 1,90 und 2,60 ist, ist erstmal seitwärts. Und dann ist auch, da fragen immer ganz, wir haben heute auch im Chat bei uns ganz viele immer Intraday gefragt, ne, was jetzt, wie und wo. Es ist und bleibt seitwärts. Der Trend ist dann seitwärts halt, ne? Und der setzt sich so lange fort, bis er bricht. Das heißt, solange er nicht unter der 1,90 verschwindet oder über der 2,60 verschwindet, läuft der einfach seitwärts. Das heißt, er dreht oben wieder runter und unten wieder hoch. Und das macht er ganze Zeit immer und immer wieder. Na, ich würde mir jetzt zum Donnerstag gut vorstellen können, dass wir einmal unten Fehl ausbrechen, oben Fehl ausbrechen und uns dann für eine Seite entscheiden oder auch andersrum zuerst, ne, zuerst oben Fehl ausbrechen, dann unten aus Fehl ausbrechen. Aber irgendwie fehlt hier noch so ein bisschen eine Art Bereinigung einfach, so ein Abschluss, so ein, ja, wie ein kleines Finale halt, ne? Das fehlt noch so ein bisschen. Also unten, ich fände es fast so rum passender, zuerst hier unten reinhacken und dann richtig rumdrehen. Das würde gut passen, aber man muss zwingendst dieses Umdrehen auch abwarten. Ne? Solange der nicht umdreht, im Zweifel erstmal mit der Bewegung mitgehen. Das können durchaus mehrere Stunden Übertreibung werden, wenn er denn diese 1,90 und diese 2,60 jetzt mal rausgibt. Und deswegen knien wir uns alle mal hier davor vor die Kacher und hoffen, dass er mal endlich wieder einen Vorwärtsgang oder richtig einen Rückwärtsgang reinkriegt halt, ne? Damit er dort Bewegung machen kann. Die K.O.-Scheine belasse ich auch so wieder beim Alten, ne? Das sind die gleichen wie die letzten Tage. Habe hier bewusst jetzt ein bisschen weiter weggelegt. Da haben viele geschrieben, Martin, die City-Scheine haben mir besser gefallen. Die waren nicht so teuer, weil die jetzt so um die 5, 6 Euro notieren. Die City-Scheine, die mir gepostet hatten, waren 4,
manchmal 3 bis 5 Euro rum. Vor 2, 3 Wochen war aber auch eine andere Situation. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass der Markt, oder da empfand ich es nicht so, als ob der Markt kurz vor einem Ausbruch steht. Wenn ich aber jetzt hier die Bollinger Bänder selbst im 2-Stunden-Chart sehe, das sind ja nicht mal mehr 50 Punkte. Also na doch, es sind jetzt hier noch knapp 100 Punkte, aber wenn sie auf 1 Stunde runtergehen, sind es schon nur noch 50 Punkte. Ne? Also da kündigt sich schon was an halt. Ne? Das kann durchaus sein, dass es bis Verfall noch warten muss und wir nach Verfall dann eben mal eine neue Trendbewegung sehen. Aber häufig ist es der Donnerstag vorm Verfall, der alle völlig aus dem Konzept bringt. Das ist ganz oft so. Zu den großen Verfallsterminen, dass die Donnerstage völlig aus der Achtung rausspringen und alle sich sagen, naja, zum Verfall macht er nur das, das, das. Und nee, der macht dann den Donnerstag und dann zieht er den Freitag durch und dann macht er Montag dort weiter und dann ist schon gar keiner mehr richtig dabei, weil alle dachten, das ist nur Gespinne vom Verfall. Ja, das ist ganz typisch. Es wäre ganz, also es wäre eigentlich für den Donnerstag jetzt üblich, hier mal einen Ausbruch anzugehen. Ich glaube, das hatten wir auch in der Woche schon gesagt, ne, dass der Donnerstag eher mehr der gefährlichste, der typischste Tag wäre. Tagesschau brauchen wir uns gar nicht angucken. Die Katzen, die erkennen wir schon gar nicht mehr, so klein wären die hier. Das brauchen wir nicht bewerten, das ist nur Geschache, das ist nur seitwärts innerhalb der Außenkerze. Also, das ist mit Abstand die kleinste Kerze, glaube ich, die wir in den letzten Monaten hatten, oder? Das kommt doch fast hin, ha? Also, da wird wohl bald wieder ein bisschen mehr Bewegung anstehen. Ja, mehr kann ich kann Ihnen gar nicht mehr sagen. Also, richten Sie sich am Donnerstag ein bisschen ein. Wie gesagt, also so eine Bewegung hier, wirklich oben und unten ausladend und wieder zurück und hin und her, oben an den Trigger ran, unten an den Trigger ran und wieder in der Mitte zurück. Das wäre Donnerstag. Das wäre typisch. Das ist ein ganz typisches Donnerstagsbild oder komplett von früh bis ganz lange Bewegung durchziehen, das ist auch ganz typisch Donnerstag. So wie er seitwärts schlägt, momentan würde ich eher dieses oben reißen, unten reißen, oben reißen vermuten. Oder andersrum halt, ne? Dass er einfach versucht, die Kanten aufzublähen, jetzt aufzubrechen halt, ne? Dieses Aufbrechen, das wird man, denke ich, spüren und das wird man sehen. Das wäre meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Ansonsten hätte er, ja, wenn er jetzt, also so wie er jetzt steht, ich weiß nicht, ich finde das jetzt hier gerade attraktiv. Das kann aber früh auch anders aussehen, wenn wir dann über 2,40 starten. Wir gucken mal, Bank of Japan kommt noch jetzt 5 Uhr unserer Zeit. Das könnte uns ein bisschen ins Gap reinspielen. In Neuseeland kommt, glaube ich, die Arbeitsmarktdaten und in Australien Zinssatzentscheid oder andersrum. Also es sind auch in der Nacht noch ein paar Termine, die hier für ein bisschen Bewegung sorgen können. Die Fed hat jetzt erstmal nach oben angerissen, nach unten weggetreten. Schauen wir mal, ne? Nasdaq, rote Tageskerze, Dow Jones, ganz komische Tageskerze. Das sieht alles ein bisschen aus, wie als geht es dort morgen nach unten. Aber Sie wissen, wie es ist, muss halt auch was kommen nach unten. Wenn die mit einem Aufwärtstrend reinstarten und nach oben losziehen, Ja, aber es riecht schon riecht ein bisschen nach Bewegung auf der Unterseite. Gucken wir mal, ob wir das kriegen. Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Hier brauchen wir nicht mehr Worte verlieren, als nötig sind. Da ist ja nichts passiert, außer hin und her geschachere. Und ich würde daher sagen, wir machen hier zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.